Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video zum Thema Vampirverluste. In der letzten Woche habe ich hierzu den ersten Teil des Wissenstests vorgestellt. Das verlinke ich euch hier rechts oben im Video. Hier in diesem zweiten Teil bereite ich nun die Daten anhand von Grafiken vor und rechne ich da dann auch die Tage nach Wochenbasis hoch, das heißt dann 7 Tage immer die Differenz, wo die Tests durchgeführt wurden und ein Fazit des Vampirtests. Also bleibt dran. Kurz nochmal zum Ablauf des Vampirtests. Start war am 9. Februar 2021, Ende am 4. April 2021. Das waren dann 55 Tage Laufzeit. Knapp 8 Wochen, fast 2 Monate. Das Auto war in dieser Zeit, Corona-Lockdown bedingt, in der Garage bei ca. 10 Grad Temperatur abgestellt und wurde nicht bewegt. Kurze Zusammenfassung zu dem Test, zu den Ergebnissen, was ich auch letzte Woche schon vorgestellt habe. Was waren nun die Vampirverluste? Die Vampirverluste waren ungefähr 10 Prozentpunkte. Das heißt, von 48% war es 11 Prozentpunkte gesunken, das heißt auf 37% circa runter. Das sind dann Verluste in Prozent umgerechnet, 22,78% und die Kilowattstunden 4,04 Kilowattstunden wurde die Batterie verbraucht in dieser Zeit. Diese Verluste gab es. Dies auch deshalb, da ich auch noch einige Tests durchgeführt habe. Ansonsten wäre es wahrscheinlich nicht mal die Hälfte gewesen. In V-Connect gab es ähnliche Ergebnisse. Das heißt 11 Prozentpunkte gesunken. Das sind insgesamt 23%, ähnlich wie bei der Messung mit dem K-Scanner. Und die Restreichweite ist um 23 km gesunken. Also, was ich beim Test auch gut gemacht habe, finde ich, dass ich das Auto abgestellt habe mit null Aktivität. Das heißt, 3 Wochen lang hatte ich keine Aktivität, außer jeweils nach 5 Tagen hatte ich das Auto kurz angeschaltet, um die Daten auszulesen. Was waren dann die Verluste? Null Aktivität, was normalerweise, wenn man jetzt in Urlaub fährt, das Auto abstellt, in einer Garage, im Flughafen zum Beispiel, 3 Wochen weg ist, was passiert da? Also, 24 Tage gab es null Aktivität. Die Verluste waren hier 5,35%. Insgesamt waren es nur 2,35 Prozentpunkte, ganz rechts kann man das ableiten. Das heißt, von 43,92% der Bruttobatterie gingen dann 2,35 Prozentpunkte verloren. Das heißt, auf 41,57% ist das gesunken. In 3 Wochen waren es also nur 0,86 Kilowattstunden. Nicht mal 1 Kilowattstunde wurde hier verbraucht. Ganz genau waren das also 3,5 Wochen, wo der Test lief bei null Aktivität. Nur kurz eingeschaltet, immer an diesen Testtagen. Wenn ich das vielleicht abziehen würde, dann kommt noch ein geringer Wert raus, dann vielleicht sogar 0,6 Kilowattstunden, wenn man es ganz genau haben möchte. Pro Tag wären das 0,036 Kilowattstunden, also wenn man das jetzt auf einen Tag bezogen rechnen würde. Das ist relativ wenig. Wenn man ähnliche Werte zum Beispiel vom Tesla ausliest, dann ist es doch viel, viel mehr, die Verluste. Sind da die Verluste viel, viel mehr. Pro Woche wären das 0,247 Kilowattstunden und pro Monat nur 1,117 Kilowattstunden. Das heißt knapp über 1 Kilowattstunde im Monat. Wie lange hält dann eine Batterie dann? Die würde dann bei dem Verbrauch, wenn man das Auto abstellt, wie in diesem Test gezeigt, 896 Tage halten. Das sind 2,46 Jahre. Klar, das ist jetzt ein theoretischer Wert. Das heißt, vollgeladen mit 100% abstellen würde man ja nicht unbedingt und dann wieder mit 0. Aber theoretisch
könnte man das Auto so knapp 2,5 Jahre abstellen. Also, wenn man jetzt auch mal das Auto für 3-4 Monate abgestellt hat, vor allem in einer Garage bei konstanter Temperatur, braucht man beim E-Up wirklich keine Angst zu haben. Die Verluste, die Vampirverluste, sind da sehr, sehr gering. Jetzt habe ich die hierzu Grafiken aufbereitet, wobei ich das jetzt auf Wochenbasis den Test normiert habe. Da ich einige Tests dazwischen, meist habe ich 7 Tage immer getestet, aber die kleineren Tests, wo ich dann den Dongle angesteckt habe, den OBD2-Dongle oder auch die Tür geöffnet habe oder wie Connect-ID verbunden habe, habe ich dann nach 5 Tagen immer getestet. Wenn ich das jetzt auf Wochenbasis hochrechnen würde, komme ich dann von den 55 auf 63 Testtage raus. Das sind dann 9 mal 7 die 63 Testtage. Das wären dann jetzt hochgerechnet 2,10 Monate Test oder 9 Wochen. Was sind da die Verluste, wenn man das jetzt hochrechnet? Bei 2,10 Monate wären dann die Verluste 12,46 Prozentpunkte. Das wären dann 25,84 Prozent weniger in der Batterie, in Kilowattstunden ausgedrückt 4,59 Kilowattstunden. Klarerweise, die 25,84 Prozent beziehen sich immer auf die Bruttobatterie, was jetzt der Stand war. Da war, wo ich gestartet habe, war das in etwa 47 Prozent, habe ich das Auto abgestellt. Knapp unter 50 Prozent. Eigentlich relativ ein idealer Zustand, um das Auto längere Zeit stehen zu lassen. Bei 55 Tagen waren das klarerweise ein bisschen weniger. Jetzt habe ich das mal auf Wochenbasis hochgerechnet. Kommen wir nun zu den Grafiken. Car-Scanner, Kilowattstunden, Batterierestwerte. Das sind jetzt die Batterierestwerte, die Bruttobatterie, muss ich hier sagen, die ich mit Car-Scanner ausgelesen habe. Den Test gestartet habe ich am 9. Februar mit ca. 18 Kilowattstunden, wie man hier sieht, und die Testende war dann ca. mit 13 Kilowattstunden, knapp die 4,5 Kilowattstunden, was er verloren hat. Hier habe ich jetzt zwei Balken eingezeichnet, dies um darzustellen, in dieser Zeit hatte ich eigentlich nahezu null Aktivität. Vielleicht den letzten drei Testtagen ab 20.03., 25.03. Und hier, in den letzten zwei, drei Testtagen, hatte ich nur die Aktivität, dass ich mich mit WeConnect ID verbunden habe. Aber das haben wir beim letzten Test, beim letzten Video schon gesehen, das hatte keinen negativen Einfluss auf den Verbrauch. Das heißt, man sieht hier auch, von 16 Kilowattstunden der Batterie ging es nur in diesen 1, 2, 3, 4, 5 Wochen nur um 1 Kilowattstunden runter. Ich habe jetzt hier auch hinzugenommen, nicht nur die 24 Tage, sondern auch die 2 Testtage, wo ich dann mit WeConnect ID verbunden habe, weil man sieht, das hat auch keinen negativen Einfluss, um das nur darzustellen. Hier geht es dann steiler runter. Klarerweise dadurch, dass ich hier zum Beispiel habe ich öfters die Tür geöffnet, ist Verbrauch angestiegen. OBD2-Dongle ist relativ ein negativer Wert auch, wenn man den angesteckt lässt. Hier Car-Scanner, Kilowattstunden, die Verluste, die Abnahme sozusagen. Was habe ich an der Batterie Verluste gehabt? Zu Beginn waren die Verluste relativ hoch auch. Hier auch wieder die zwei Balken, wo ich nahezu null Aktivität hatte. Zu Beginn waren die Verluste relativ hoch, da ich alles angesteckt hatte, die Tür auch öfters geöffnet habe, ans Auto ging und so weiter. Aber das Auto stand immer, muss gesagt werden. Deswegen die Verluste waren hier dann zwischen 0,6 und 0,8 Kilowattstunden, auch in der Woche. Hier sieht man, hat sich das dann alles eingependelt unter 0,3 sozusagen, 0,4 sowieso, 0,3 in circa, wie wir hier, 0,3, unter 0,3 und 0,3. Als alle Werte in dieser Testwochen unter 0,4 Verluste. Wenn man das Auto stehen lässt und nicht
nichts tut, sozusagen. Man kann sich sogar mit WeConnect ID verbinden, das hat hier keinen negativen Einfluss, wie man in den letzten 20.03. und 25.03. in den Testtagen sieht. Danach ging es wieder bei den nächsten Tests, was ich gemacht habe, Türöffner ging es ein wenig auf und vor allem negative Werte hatte den OBD2-Dongle habe ich wieder angesteckt, das war ganz ein Negativfach vorbei. Das verwundert mich ein wenig, dass das hier so ausschlägt, denn ich hatte den OBD2-Dongle auch am Anfang angesteckt. Aber naja. Castgänger Batterie-Bruttokapazität. Wie ging es dann mit der Batterie in Prozentpunkten runter sozusagen? 48% hatte ich den Test gestartet, relativ ideale Verhältnisse. Aber mit 50%, soweit ich das auch nachlesen konnte, kann man das Auto ohne weiteres für längere Zeit abstellen. 100% klarerweise, das weiß jeder, sollte man das Auto nicht für längere Zeit abstellen. Und auch nicht unter 15-20%. Gut. Man sieht auch hier, die Kurve geht ähnlich wie auch bei den anderen Verlusten runter. Wobei auch hier zeichne ich wieder die zwei Balken ein. In diesem Zeitraum waren die Verluste der Kapazität, der Bruttokapazität der Batterie geringer. Prozentpunkte Abnahme. Wie viele Prozentpunkte waren die Verluste? Man sieht immer wieder, das sind ähnliche Grafiken. Wobei hier an der Seite jetzt nicht die Verluste Kilowatt angegeben sind, sondern in Prozenten. Am Anfang mehr, da ich einige Tests gemacht habe, das Auto geöffnet habe und so weiter. In der Mitte, in diesen Wochen fast gar nichts, das heißt unter 1% immer. Und auch nahezu 0,5%, das sind immer die Prozentpunkte. Deswegen ist das relativ gute, sind das relativ gute Werte. Hier, was man hier ablesen kann, sind die Verluste Prozent aufgezeichnet. Es sind immer die gleichen Grafiken, wie ihr eigentlich sehen könnt auch, von den Kurven her. Hier in dieser Grafik habe ich nur mal den Carscanner, die Daten vom Carscanner App, welches mit dem OBD2-Dongle ausgelesen haben, und die WeConnect-ID, Daten, wie ich mit der App auslesen konnte, verglichen. Was ich sagen kann, manchmal war es auch so, dass ich, wenn ich jetzt mit dem WeConnect ID mich verbunden habe, nicht sofort die Daten aktualisiert bekam. Das kann sein, dass vielleicht in der Garage nicht der beste Empfang war. Was aber positiv ist, das hatte keinen Einfluss auf den Verbrauch der Batterie. Auch hier sieht man, mit der WeConnect ID ist es manchmal, waren die Verbraucher ein bisschen höher oder niedriger. Es hat sich zum Schluss aber ausgeglichen. Das heißt, die Verluste waren auch da mit der WeConnect ID gut ablesbar. Und auch vor allem gut ablesbar, dass es in diesem Zeitraum, wo Null Aktivität war, kaum oder gar keine Verluste war oder viel weniger Verluste waren. Hier zum Schluss noch die Restreichweite. Wie ist die gesunken? Das heißt, die Restreichweite kann man auch mit der WeConnect ID, aber auch mit der MapSendMore, wenn man möchte, oder WeConnect App mit diesen drei auslesen. Gestartet bin ich etwa mit 118 Kilometern, wie man hier sieht, Restreichweite. Dann ging es runter und hier relativ konstant, kaum runter in diesem Bereich, wo Null Aktivität war, und zum Schluss ein wenig mehr. Ich hatte da nicht umgestellt von Normal, Eco und so weiter. Das Auto war immer mit Normal abgestellt, Modus Normal. Fazit zu diesem Test. Die Verluste waren täglich im Schnitt dann 0,073 Kilowattstunden. Das finde ich relativ ein geringer Wert. Wenn man das mit anderen Autos, vor allem mit dem Tesla, vergleicht, ist das ein sehr guter Wert. Das ist dann in der Woche 0,511 Kilowattstunden und im Monat 2,19 Kilowattstunden. Im Monat wären die Verluste. Im Schnitt bei diesem Test muss man sagen. Nicht, wo ich es abgestellt habe und Nullverbrauch habe. Da habe ich viel, viel weniger. Die Hälfte in etwa. Hier hatte ich das Auto abgestellt und da ging man mal ran. Ich habe die Tür geöffnet und so weiter. Im Schnitt dann.
Bei Nullaktivität hat man sogar, ja, wie gesagt, nur 0,036 Kilowattstunden. Das ist knapp die Hälfte Verluste. Das heißt, wenn man nichts macht, man kann sich aber ruhig mit WeConnect ID oder WeConnect App verbinden, um die Daten auszulesen. Das hat keinen negativen Einfluss. Im Monat wären das hier 1,117 Kilowattstunden. Das sind dann im Jahr 13,4 Kilowattstunden. Und wenn man 32 Kilowattstunden etwa Batterie hat, kann man sich ausrechnen, da kann man das Auto auch für eine längere Zeit, ein paar Monate auch abgestellt lassen, ohne Angst zu haben, dass die Batterie leer wird und dann Schaden nimmt. Fazit also, das ist kein Problem. Tipps. Um die Verluste zu vermeiden, wie die Tests zeigen, wäre es sinnvoll, wenn man einen OBD2-Dongle hat und das Auto längere Zeit abstellen möchte, den OBD2-Dongle sollte man besser nicht angesteckt lassen. Das erhöht den Verbrauch. Das wahrscheinlich nimmt die Batterie von der 12-Volt-Batterie und diese muss dann über den Akku selber aufgeladen werden. Zugriffe aufs Auto mit WeConnect oder auch WeConnect ID gibt es keine Probleme und auch keine größeren Verluste. Das Auto war ansprechbar, manchmal vielleicht verzögert, aber es ging immer. Aber das kam zu keinen größeren Verlusten. Deswegen, das hat keinen negativen Einfluss. Und das ist schon mal eine gute Aussage. Die Tür öffnen erhöht die Verluste in den Zeitraum für 100%. Also sollte minimiert werden, weil da geht kurz wahrscheinlich der Akku ran, das Licht schaltet an und so weiter. Das erhöht den Verbrauch dann doch ein wenig. Wobei, man hat da niedrige Werte. Das ist nicht allzu schlimm. Okay, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat jetzt der Vampir-Verlusttest soweit gefallen. Ihr habt alle Informationen bekommen, die für euch wichtig sein könnten. Und somit denke ich, braucht ihr wirklich keine Angst haben, das Auto auch mal längere Zeit abgestellt zu lassen. Für einen Daumen hoch für diesen Test würde ich mich sehr freuen. Und vergisst nicht, falls ihr noch kein Abo habt, abonniert meinen Kanal. Es folgen noch weitere interessante Videos. Danke, ciao, euer Elektroauto-Kanal.